Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode, wie immer 21 zu 9. Und ich sehe gerade, wir haben hier noch Pflanzen, die wir sammeln können. Jo, falls ihr die letzten Folgen nicht geschaut habt, habt ihr eigentlich ein bisschen was verpasst. Wir haben die Storyline mit Yomi, dieses Feuerwerkmädchen da halt, ne? Haben wir jetzt komplett abgeschlossen, zumindest jetzt den ersten Akt, sage ich jetzt mal. Und zack. Da gab es auch dafür eine kleine Belohnung an uns mit Feuerwerk. Aber wie gesagt, wenn ihr das nochmal gucken wollt, weil ihr es verpasst habt, einfach oben rechts auf das E-Symbol klicken. Dann kommt ihr nämlich auf die Playstation Genshin Impact. Dann könnt ihr halt sozusagen die Folgen nochmal nachholen. Ah, wo ist der dritte davon? Da. Ich vergesse immer, dass ich gar nicht so die Attacke aufladen muss, aber naja. Gibt es so eine Herausforderung? Soll ich die mal machen? Ja, ich bereue es schon, weil ich keinen Bock auf den da habe. Ich musste die Ulti setzen, damit ich nicht abstürze. Zack, zack. Zack, zack. Das dauert ein bisschen. Ich könnte auch Kieser dafür einsetzen, oder? Kick. Ja. Es dauert ein bisschen länger, aber. So, jetzt komm hoch, wie du fällst da runter, ey. Wobei? Überlebt er das? Weiß ich gar nicht. Ach, Zeitlimit. Na. Oh, das war böse knapp gewesen. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Holy shit. Okay, Superhero Landing. Und zwar jetzt. Die dematerialisiert sich so ein bisschen, ne? Oh, Alter. Was ist denn los mit euch? Hauptsache, das Ding ist auf den Baum gespawnt. Alter. Ich glaube nicht, dass das so richtig sein soll, aber na gut. Warte, ich sehe einfach nichts. Noch so einer. Zack. Zack. Brauche ich noch mehr mit Lisa drauf? Holy. Auf diesen Baum gespawnt, ey. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich jemals in so eine Situation gekommen bin. Okay, ihr wollt nicht. Hehe. Zack. Ach, kein Nackenklatscher. Jetzt. Zack. Ja. Ach, Alter. So. Zack. Wieder schön Urgestein bekommen dafür. Da gibt es einen Aussichtspunkt gerade gesehen. Hier die ganzen Sachen einsammeln. Zack, zack. Okay, genau. Hier sind wieder solche Ballons. Klick. Hatten wir nicht schon mal einen Aussichtspunkt für diesen Baum gehabt? Naja, gut. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht so. Also, wir haben hier noch nicht so viel erkundet und so weiter. Ich weiß, die sind hier mal zweimal durchgekommen wegen diesen Okulusse. Was mit euch jetzt? Oh. So. Deswegen ist hier alles noch relativ ungelootet und wir sind fast schon 40. Gut, hier gibt es ja scheinbar Fische wieder. Okay. Nächste Mission. Schieße die Herausforderung zum Schutz der Elementarmonolithen ab. Vernichte alle Monster und beschütze den Elementarmonolithen. Okay, und hier zerstöre den Schleimballon. Fangen wir mal damit an. Da oben. Ach, hier schon wieder. Geht es nicht hier diesen Strand entlang? Das kann gut sein. Oder geht das hier entlang? Ach, hier haben wir auch die Herausforderung bereits gemacht. Da hinten ist wieder so eine komische Dings. Ja. Ja. Ich
versuch's nochmal mit Lisa. So, eine Blase. Zack. Okay, ja. Könnte man vielleicht sogar ausnutzen. Schön alles da reinschieben. Zack, zack. Ah. Ich weiß gar nicht, was mit dieser oder mit Kea besser. Boah, der Sound ist voll laut gerade. Kann es sein, dass es ein bisschen verbuggt ist? Bam, bam, bam. Es wird immer lauter. Holy shit. Was ist denn los? Den will ich gerne runter haben, weil die nerven so ein bisschen. Na, ah, vor allem der. Zack. Zack. Schon 50% weg. Aha. Achso, ich wollte gerade sagen. Ach, Mist. So, genau deswegen wollte ich ihn vorher treffen. Nur wenn man nicht trifft. Zack. Jetzt sich wieder auf diese Ballons konzentrieren. Zack. Immer ein bisschen ausweichen. Was leider nichts gebracht hat. Zack. Zack. Au, hab ich mich erschrocken, ey. Spring mir das auf einmal ins Bild hier rein. Ah. Zack. Hey, aus! Aus! Alter, ihr macht gerade meinen Plan zunichte. Zack. Letzter Schuss. Leider nicht. So. Ich will ein bisschen direkt die nächste Mission machen. Hier ist eine Truhe. So, kurz das hier. Kurz das hier. Die Beeren sammeln. Machen wir die nächste Tagesmission. That's more like it. Okay. Das hier. Das befindet sich hier. Ach, Hauptsache da. Ach, das ist aber dieser Checkpoint, den wir einfach nur verteidigen müssen noch, ne? Ja. Oh, es war keine Münze. Ist mir aber jetzt egal. Ich werde trotzdem die Mission jetzt mal triggern. Dann werde ich euch alle gleichzeitig besiegen. Zack. Ich hätte die Puppe vielleicht später machen müssen. So, ihr seid alle nass. Aber irgendwie kann ich ja auch keine Attacke drücken. Zack, zack, zack. Zack, zack. Boah, das hat aber auch kassiert, ey. Zack. Einfach mal alle Ulti drauf, in der Hoffnung, dass ich vielleicht die Ultis gleich nochmal ready haben werde. Zack. So, die nächsten Gegner. Die sind jetzt ein bisschen verteilter? Nein, noch nicht. Alter, geht der auf den Nerv. Let's spark things up a little. Das greift das Ding halt auch an. Wusste ich nicht. Ich dachte, er ist so auf mich fokussiert. Ne, aus mit dir. Aber ihr seid jetzt im Kreis. Wenn ich das jetzt verkacke. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, dass er das wirklich attackieren will, ne? Tatsächlich. Gut. Ist mir egal. Auf dich. Ich habe das nämlich keine Beachtung geschenkt, weil normalerweise bewegen die sich doch immer wieder. Weil die greifen halt nicht die ganze Zeit halt an, was jetzt gerade der Fall ist. Genau, dass sie sich mal kurz verschwinden, sich woanders bewegen. Ja, gut. Dann baue ich mal ein paar Ultis auf. Zack, zack. Ah, das war eine deftige Klatsche gewesen. Und zack. Hier. Ihr seid alle schön nass. Zack.
Ulti will ich nicht einsetzen, weil die sollen halt ein bisschen näher kommen. Zack. Dann machen wir das hier. Extra schon darauf geachtet, dass ich nicht diesen Regenstein einsetze. Bei dem werde ich jetzt erst einsetzen, wenn überhaupt. Na, kommt schon. Okay, muss ich es so machen. Alter, treff doch diesen Stein. Mein Gott. So. Hopp. Passiert. Ihr seid ja eh nass, also. Psst. Ach, das waren schon die letzten Gegner. Na gut. Das heißt, wir haben jetzt alle Tagesmissionen gemacht. Haben wir. Das hier können wir jetzt mal annehmen, weil das ist ja die Tagesmission, genau. Holen wir unsere Belohnung ab. Na. Wobei, eigentlich muss ich ja nicht immer so weit scrollen. Na, egal. Dann überlege ich mir, was wir als nächstes machen könnten. Eigentlich sollten wir weiter farmen. Die Materialien in diesen Höhlen, weil solange es halt noch doppelt Belohnung gibt, doch so also zweifachen Ertrag, sollten wir es auch ausnutzen. Zack. What's that? You want to learn some Sumeru Academia magic? I'm afraid it might be a bit too much for you to handle right now. Hmm. Though I suppose it can't hurt to teach you some of the basics. Here, start by reading the beginner's guide. It's only 800 pages or so. Lisa wieder, was sie alles erzählt hat. Ach, hat auch nur Dingsseiten, ne? 800 Seiten. Das ist das Problem. Wir sollten das nicht machen, bis wir... Wie heißt das? Gegen Bosse gekämpft haben und unsere Charaktere verstärkt haben. Boah, dafür gibt es wieder richtig nice Loot. Weltstufe... Ah. Check. So, lasst mich mal was prüfen. Keya ist halt so das Problemkind hier. Flugseisbäume. Flugseis war das, ja. Ah. Können wir die Charaktere jetzt auch schon leveln oder müssen wir... Ja, jetzt geht es auch sogar. Also Negwang müssen wir sowieso. Achso, warte, es geht um die Waffen noch, ne? Ach ja, um die Waffen. Hm. Wie sieht's bei ihr aus? Ah, kann man craften, das nicht. Das auch. Ich bin ein bisschen unentschlossen, ehrlich gesagt. Hm, Kugeln brauchen wir auf jeden Fall. Die Kugeln sind heute da. Was machen wir, was machen wir? Eigentlich sollten wir Bossfights machen. Genau, wie sieht's denn bei Ember aus? Nochmal. Genau, wir brauchen hiervon 6 Stück. Und Waffen. Waren diese Sachen. Das ist aber ein ordentlicher Sprung auf jeden Fall. Wir kommen nämlich so nicht hinterher. Deswegen. Wobei, haben die Bosse nicht jetzt... Ah, das nicht. Die Bosse vielleicht nicht jetzt auch doppelt? Flugseisbaum. Was ist mit den Feuer- oder Elektrohypostasen? Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wo sind die Feuerdinger nochmal? Die waren noch irgendwo ganz woanders, oder? Das hier. Das ist auch so ein Ding. Ich weiß halt nicht, ob wir doppelten Ertrag kriegen, wenn wir das hier investieren bei diesen Monster. Aber eigentlich sollten wir es machen, weil ich brauche auf jeden Fall die beiden Blumen. Vor allem die hier und die hier. Und das hier, ich glaube, wir sollten mal vielleicht mal eine Zwischenepisode machen mit diesen Bossen, weil jetzt kommen wir halt nicht vorwärts, im schlimmsten Fall. Zack, zack, zack.
Und wir haben ja gerade ein paar Ultis ready. Wobei, ach, hatten wir nicht sogar mit Noelle gefightet beim letzten Mal? Ich bin gerade echt umschlossen. Ja, unentschlossen. So, wir sollten aber auf jeden Fall unsere Chancen erhöhen und auch was dazu essen. Ich hätte mich eigentlich heilen können, aber gut. Hier. Verteidigung. Angriff. Irgendwas mit Crit? Kein Crit? Doch, das ist Crit. Kurz Ausdauer aufbauen, weil wir sofort vieles machen wollen. Dann versuchen wir das mal. Solange wir Weltstufe nicht erhöht haben, sollten wir eigentlich in der Lage sein, den noch so zu besiegen. Sogar besser als üblich. Und zwar besser als üblich, weil wir ja mittlerweile so ein bisschen verstärkt hatten. Aber es wird trotzdem ein bisschen dauern. Aber nicht so lange, eigentlich. Sollte nicht so lange dauern. Komm, dieser kann man ja auch reinhauen. Okay, ja. Zack. Wir haben das Ding schon fast weg. Das Ding ist schon weg. Ningguang. Zack. Alles. Ah, Alter, okay. Dann hast du denn jetzt wieder deine Attacke hingeballert. So. Aber das war ein bisschen blöd, weil wir haben jetzt Ultis gebraucht, um sein Ding hier wegzuhauen. Jetzt stell dir auch mal vor, wir kriegen die Ultis schneller hin. 1, 2, 3, 4 Mal müssen wir es mindestens machen. Ja, 5 Mal. Aber gut. Ich würde sagen, dieser hat auch viel gemacht. Alter, jetzt muss ich mich ein bisschen verziehen. Ach, da Dings wieder da. Ach ne, das ist der Kopf. Na gut, wenn man den Kopf da zerstört kriegt, gehe ich mal davon aus, dass wir einen kurzen Augenblick die Chance haben, den ordentlich einen zu geben. Ja, uff, da war ich zu langsam. Schön immer ausreichend, die predikten deine Laufrichtung. Ah. Ach. Das ging jetzt wieder viel zu schnell. Alter, immer wenn ich ausweichen will. Holy shit, warum hab ich Schaden bekommen? Also beim ersten Hit okay, aber der zweite? Das war schon ein bisschen heftig. Ich weiß nicht, was das zweite mich überhaupt gehittet hatte. Holy shit, wie viel Leben wir kriegen. Haben wir echt gute Sachen gekocht. So. Ich muss es mit Kea machen. Zack, zack. Zack, zack. Bis das kaputt ist, haben wir auch Dingslieder wahrscheinlich wieder belebt. Knospen. Ah. Die haben auf jeden Fall was Böses gemacht. Ah. Gut, dass ich dieses Schutzschild habe. Hier, weitere Materialien dafür. Ah, jetzt können wir uns den nicht annähern. Nicht so schlimm. Nehmen wir mal so ein bisschen Auto-Aim-like. Nur ich brauche unbedingt ein paar von dieser Fähigkeit, von dem Geo, diese Kristallen sozusagen, damit ich ein Schutzschild kriege. Aber, ja. Den hier weghauen. Zack. So. Genau das meinte ich, was ich jetzt habe. Ach, das war nicht kaputt gewesen. Ulti, einfach mal drauf. Der macht ganz viele Dinge, ich mach ganz viele Dinge. Zack, zack. Uiuiui, ich dachte, das... Ja, gut. Ist gar nicht mal so schlecht. Also wir machen auf jeden Fall mehr Schaden als damals. Nur das Problem ist, wenn ich wieder Weltstufe erhöhe, haben wir wieder den Nachteil. Und ich habe nicht unbedingt so Lust und Interesse, jetzt mal 20 Folgen nur fürs... Oh, aus. So 15 bis 20 Folgen hintereinander nur Bosse zu fighten. Ich meine, das wird für euch vielleicht auch auf Dauer langweilig. Also denke ich mir zumindest. So.
Andererseits ist das auch langsam nötig, weil wir das ein bisschen vernachlässigt haben wegen den ganzen Events und so. So. Zack. Einfach mal alles draufhauen. Eis. Die sind wir da noch nicht ready. Zack, die Puppe auch mal von Amber. Zack. Oder? Ja. So, die müssen wir aber heilen, weil die wird so instant kassieren. So, wenn wir dabei sind. Ah, wir dürfen mal wieder kochen bald. Ah, gleich kurz bei Ningguang. Oh, ich glaube, das Tor ist zu nah. So. Ah. Na komm schon. Ich will nicht, dass sie immer dabei drauf geht. Vor allem, ich gebe auch gerade kaum Schaden. Ah. Schlecht. Muss ich auf den Kopf echt ballern? Zack. Aber das bringt mir so nichts. Komm, Kea, du, Mama. Ah, Alter. Zack, 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 zack. Ah. Sieht ja selbst, zweistellig Schaden. 74, 59. Da mal 130. Neu geformt. Mist. Ich hätte gedacht, wir kriegen das voll krass gut hin. Ah, Alter. Ah, wow. Lisa kriegt die Pflanzen ziemlich nice runter. So. Ja, ihr halten. Oh, aber ich habe kassiert. Ah, ich habe getroffen. Das war es mir wert. Ja, ich will ausweichen. Ich habe einmal zu auf das Knie gedrückt. Aber das Ding ist wieder fast runter. Müsste ich nicht jetzt im Moment ein paar Ultis wieder ready kriegen? Okay. Ja, zerstört. Zack. 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 Amber hier. Ulti. Ulti von Amber. Das ist ein Must-Have. Ah, ich sollte aber sie wieder heilen. Uiuiuiui. So. Ja, sie ist so gut wie satt. Aber man kann ihr noch ein bisschen was geben. Ah. So. Einfach drauf. Na, komm schon. Schlecht. Ach. So, Lisa, du bist dran vielleicht. Ach. Die trifft dann den Kopf halt nicht, weil sie den nächsten Ziel nimmt. Was natürlich halt unten ist. Ah, ich bin ein bisschen zu weit weg. Nein, schon wieder diese Dinger. Ich hasse die. Wie habe ich sie damals so gut hingekriegt? Ah, kommt schon. So. Kea. Ich glaube, ich opfere Kea. Ja, super, ich kann nicht mal die Ulti dafür benutzen. Richtig blöd gelaufen. Ja, habe ich mal gerade viel Schaden. Die Ulti müsste jeden Moment ready werden. Ja, hab's. Ah, es hat sich neu geformt. Vielleicht mache ich eine etwas andere Strategie. Zack. Na. Oh. Die Blume ist hier. Ah, ich habe nichts ready dafür. Nein. Ich muss es anders machen. Man merkt, dass ich an der Grenze bin. Eigentlich sollte ich das doch viel besser hinkriegen. Ah. Wenn ich jetzt den nächsten Charakter verliere. B sieht ja selbst nur 200 Schaden. Gut, ist auch Feuer gegen Feuer. Muss man natürlich auch so sagen. Ich hätte vielleicht weiter nach vorne werfen müssen.
So, jetzt müsste ich die wieder wiederbeleben können. Moment, Moment, das ist dieses Symbol hier. Ich glaube, meine ganzen Essensbuffs sind zu Ende gegangen. Hier was für die Verteidigung. Hier für sowas. Hier für Crit. Ausdauer ist ja wiederherstellen. Schnellere Regeneration finde ich besser. Irgendwie, dass er dauerhaft ganz Zeit ein bisschen mehr die Ausdauer zurückbringt, aber ja. So. Ich finde es so lustig, da passt nichts mehr rein, ey. Als würde man sie mästen wollen, ey. Ich nehme die Wand wieder. Uff, das kommt doch durch. Ah, gut, er hat diese komische Blume gemacht. Ah. Was? Uff, Alter. Sollte ich doch auf Kea gehen, aber zack, zack, zack. Hier diese Blase wieder. Ich lasse gerade richtig nach, weil ich alle meine Charaktere mal wieder verliere, wenn es wichtig wird. Ah, Blume. Weg mit dir. Ah, super. Wenn ich die Superattacke mache, zieht sie dann schon auf den Gegner. Na gut. So ist, dann ist es halt so. Ulti. Komm mal drauf. Wir müssen ein bisschen beschleunigen. Ja, komm schon. Ich hoffe, der Loot lohnt sich und ich hoffe, wir kriegen zweifachen Ertrag. Sonst wäre das eine kleine Enttäuschung, muss ich leider sagen. Zack. Dieser. Du triffst doch immer mit deinen Elektrizitäten. Zack. Oh, 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 oh. Gerade habe ich weggedrückt, als ich Ulti ready wurde. Nein! Wohin? Das war jetzt wieder so blöd von den ganzen Timings her. You dare to hit me! You dare to hit me? Natürlich nicht. Kannst du bloß. Eieiei. Don't waste my time. So. Nein, wieder diese Sachen. Die wird draufgehen, wenn sie einmal getroffen wird. Das sind auf jeden Fall anspruchsvolle Gegner. Ich musste irgendwas machen. Wird es. Die Ulti ist dabei draufgegangen. Hick. Schnell auf den Kopf. Ja, komm, trifft doch diesen Kopf. Ach, ich muss aggressiver sein, aber. Trifft sie, trifft sie, trifft sie. Nein, nicht gut. Da hat sie getroffen. Das hat sie getroffen. Ulti, falls ich da drauf gehen soll. Okay. Achievement geschafft. Jetzt kriege ich ein bisschen mehr Schaden. Da fehlt nicht mehr viel, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Zack. 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 Diese Situation hatten wir beim letzten Kampf doch auch gehabt. Also den letzten Mal, als wir gegen den Feuerfluxbaum gekämpft hatten. Nein, das ist das, was ich meine. Da fehlt halt einfach nicht mehr viel und dann baut er wieder diese Wurzel auf. Uiuiui. Ich sollte trotzdem die Instant heilen. So, so. Alter. Gib mir mein Schutzschild halt. So, das alles, was ich gegessen habe, ist wieder gewastet. Ich habe es zwar überlebt, aber... Ja, ich erinnere mich. Wir haben es mit Noelle damals gemacht. Mit Noelle war es ein bisschen besser, weil sie ihr Schutzschild immer alle 20 Sekunden oder so aufbauen kann. Und dann irgendwie so eine Geheimfähigkeit oder so eine Geheimtechnik hat, dass sie random den Schutzschild nochmal aktivieren kann. Das habe ich nicht ganz durchgeblickt, ehrlich gesagt. Na ja, komm schon. Meins? Das war nötig. Zack. Zack. Okay, immer wenn ich links klicke, halte, macht sie immer den großen Boss. Vielleicht gehe ich lieber so, damit ich ein bisschen besser treffe. Der wird nach diesen Raketen wird der... Oh! 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 Okay. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass er keine Lebensbalken mehr hatte. Uiuiui. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass nach diesen Raketen wird er wahrscheinlich diese Flächen auf dem Boden machen, dass du dann die Attacke abkriegst. Und wie wir sehen, kriegen wir leider keinen zweiten Attack dafür.
Wir kriegen das hier. Ja gut, da müssen wir noch zweimal kämpfen. Der Rest ist irgendwie jetzt nicht so interessant. Wo war das hier? Animo Schadensbonus. Ja, weiß ich nicht. Eieiei. Bisschen hat sich das gelohnt, aber auch jetzt nicht so, wo ich sagen würde, ach komm, können wir immer machen. Ich teleportiere mich irgendwo in die Stadt oder so. Wobei, wir könnten uns auch direkt mal heilen. Gehen wir mal hier hin. Ach, ja, eigentlich müssen wir nochmal gegen den Geohypus. Höchst gefährlich. Ach so, ja, Stufenanstieg und bla bla bla. Da sind die Gegner auch wahrscheinlich von Haus aus stärker, bevor wir das gemacht haben mit dem Stufenaufstieg. Also mit dem Weltstufenaufstieg, meine ich. Ja, naja, gut. Wie es dann weitergeht, werdet ihr dann in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, weil dann müsst ihr meinen YouTube-Kanal nicht mehr heraussuchen. Ihr unterstützt mich so am aktivsten. Ihr könnt dann auch das Glockensymbol mit anklicken, dann werdet ihr zum Beispiel benachrichtigt, wenn ich einen Stream auf YouTube starte. Folgt mir auf meine Social-Media-Kanäle, die ebenfalls verlinkt sind. Dort poste ich auch regelmäßig Kurzclips von anderen Spielen, damit ein bisschen Abwechslung herrscht. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche sie in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.